Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei Hannover Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim. Endstand 4:1. Ich begrüße die beiden Cheftrainer und darf zunächst, bevor Peter Boss zu Wort kommt, den Gästetrainer natürlich, Herr Hoeneß, um Ihren Kommentar bitten. Ja, vielen Dank. Erstmal Glückwünsche an meinen Trainerkollegen zu dem heutigen Sieg und zur Tabellenführung. Wahrscheinlich würde das gar nicht gerne hören von mir. Die Glückwünsche gibt es trotzdem. Ich glaube, wir haben ein turbulentes Spiel gesehen. Ich denke, dass es nach wenigen Sekunden schon losging mit einer guten Chance von Florian Grillitsch, wo wir eigentlich in Führung gehen müssten. Sind wir nicht, dann 3 Minuten später durch einen überragenden Schuss von Liam Bailey geraten wir dann in Rückstand. Ich glaube, dann war das Spiel ziemlich offen. Leverkusen hatte auch sicher die ein oder andere Möglichkeit noch. Wir hatten den ein oder anderen Ballgewinn, den wir leider in keine klare Torchance umgemünzt haben. Haben dann noch eine ganz gute Möglichkeit und dann durch eine sehr unglückliche Situation. Der André sieht den Spieler nicht, weil er im Rücken unseres Spielers ist. Und dann natürlich einfach ein Geschenk von unserer Seite. Und dann steht es 0-2, was für uns natürlich extrem bitter ist in Leverkusen. Aktueller Tabellenführer 0-2 mit ihren zwei Pfeilen auf den Außenbahnen. Das ist natürlich schwierig. Ich denke trotzdem, dass wir weiter mutig waren, weiter unser Herz in die Hand genommen haben. Mutig angegriffen haben, auch weiterhin Balleroberungen hatten, zu langen Bällen gezwungen haben. Einer der wenigen Vorwürfe, den ich uns machen muss, ist, dass wir aus den Balleroberungen nicht klar genug gespielt haben. Ja, dass wir dort dann vielleicht noch die ein oder andere klare Chance mehr hätten herausspielen können. Und häufig ist es leider dann bei dem Ballverlust, der dann daraus folgt, sind die Leverkusen natürlich auch weiterhin brandgefährlich geblieben. So geht es dann mit 0-2 in die Halbzeit. Für mich nicht das richtige Ergebnis, das ist natürlich subjektiv. Kommen dann ganz, ganz ordentlich aus der Halbzeitpause, machen das 2-1, haben natürlich zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten zum 2-2. Hätten da die Möglichkeit gehabt, den Leverkusen dann weh zu tun. Ich glaube, dann hätten sie auch vielleicht die Spiele zuvor ein wenig mehr gespürt. Was mich dann ärgert, ist, wie dann doch leichtfertig wir diese gute Phase wieder hergeben, dieses Momentum hergeben. Relativ zügig fällt dann das 3-1, eine Situation, wo wir nicht so gut verteidigen. Und dann haben wir einfach eine Situation, die extrem wehtut. Ich hatte auch nach dem 3-1 das Gefühl, dass wir hier vielleicht noch was machen können. Und dann hat der Schiedsrichter leider sein Übriges dazu beigetragen, dass das Spiel tot ist, dass wir dann uns schwer tun würden, zurückzukommen. Und anschließend war es dann so, dass wir irgendwann noch die nächste Gelb-Rote bekommen haben. Und dann ging es nur noch darum, hier relativ unbeschadet noch zurückzukommen. Am Schluss gibt es noch einen Elfmeter. Ist dann wirklich am Ende sehr, sehr bitter für uns gelaufen und wir sind natürlich einerseits klar selbstkritisch, weil wir hier und da nicht die Situation kreieren konnten, wie wir es wollten, andererseits aber auch ein gewisses Ungerechtigkeitsbewusstsein ist auch da, weil der Schiedsrichter leider keinen guten Tag hatte und in verschiedenen Situationen nicht gut entschieden hat. Ja, Elfmeter in der ersten Halbzeit kann man geben und eine rote Karte. Denke ich, wäre auch angebracht gewesen, die ich jetzt gar nicht im Nachgang fordern möchte. Es geht einfach um die Leistung des Schiedsrichters. Okay, vielen Dank. Sebastian Hoeneß, herzlichen Dank. Peter, dein Kommentar bitte. Ja, 4-1 sieht sehr überzeugend aus, aber das war es nicht. Wenn wir mit 2-0 in die Pause gegangen sind, war ich immer noch nicht ruhig auf der Bank. Und das haben wir auch gleich nach der Pause gesehen. Warum nicht? Weil wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr gute Einzelspieler hat. Und wir waren nicht in der Lage, um sehr kompakt zu verteidigen. Ich war unruhig auf der Bank. Und das blieb eigentlich so, bis wir das dritte Tor gemacht haben. Und da war ich ein bisschen ruhiger. Und natürlich, wenn dann nachher die Platzverweise da waren, dann war das für uns einfacher. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine super Ergebnis für uns.
Da sind wir auch sehr froh. 2 Tage Vorbereitung auf das Köln-Spiel, weil aller Fokus muss ab morgen wieder auf Köln sein. Ja, auch dir danke, Peter. Und nun Ihre Fragen, bitteschön. Gibt es Fragen? Holger Schmidt von der dpa, bitte sehr. Herr Boss, hallo. Leon Bailey hatte einen unfassbar schweren Start in die Saison. Was ist passiert, dass er in den letzten Wochen so überragend spielt? Also alle kennen natürlich die Qualitäten von Leon. Die sind groß, aber das muss er auch versuchen, immer wieder abzurufen. Die großen Spiele, die leisten immer und nicht nur ab und zu im Spiel, nein, das ganze Spiel. Und Leon hat das selber geschafft, um die Leistungen jetzt bei ihm abzurufen. Der spielt von der rechten Seite, das liebt er am liebsten, das mag er am liebsten. Und der bezahlt das zurück an uns. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist groß bei ihm. Und dann sieht man, was er machen kann. Das erste Tor ist da ein Vorbild. Das, glaube ich, hätte er letzte Saison nicht auf diese Weise getroffen. Der Mann im Kunstpelz, Philipp Seldorf, bitteschön. Philipp? Wie kommst du auf Kunstpelz? Ja, einen echten Pelz trägst du nicht. Herr Boss, was bedeutet Ihnen diese Tabellenführung? Ich weiß, das ist jetzt nicht als vorauseilende deutsche Meisterschaft zu sehen, aber es hat ja schon einen gewissen symbolischen Wert aus meiner Sicht. Wie sehen Sie es? Ich glaube, wir sehen alle, dass wir in einem guten Lauf sind, guten Lauf haben, dass wir unsere Spiele gewinnen. Die Punkte, die wir jetzt haben, die haben wir. Und weiterhin nichts. Es ist nur nach 11 Spiele. Super, dass wir da stehen, lieber da als irgendwo anders. Aber wir wissen natürlich, dass es noch eine sehr lange Saison wird. Und wie gesagt, ab morgen wird das Köln sein, worauf wir uns fokussieren. Philipp Ahrens, bitte. Guten Abend. Habt ihr, also beide Trainer, wie habt ihr das denn eigentlich aufgefasst mit dem Gehupe, dass er mitten der zweiten Halbzeit ja nur doch relativ unüberhörbar war, zumindest war es für uns so, hat man das Gefühl gehabt, man kommt mit den Kommandos nicht mehr durch, wurde euch denn gesagt, was es war? Soll ich anfangen? Also ich weiß bis jetzt noch nicht, was es war, ich weiß, dass es ein Hupen war, aber ja, also es war jetzt nicht störend, es hat also in Bezug aufs Coachen war es jetzt für mich nicht störend, deswegen nee, nicht lange wahrgenommen. Ja, ich habe es auch wahrgenommen und seitdem haben wir schlecht gespielt, hein? Die Kommandos kamen nicht mehr da. Nee, mir auch, das nicht gestört, das ist ein bisschen, was normalerweise die Fans machen, das waren dann, waren das Autos oder ich habe keine Ahnung. Traktoren meines Wissens. Traktoren. Eine Traktoren. Parade. Keine Ahnung, was war. Das ist eine sehr ländliche Gegend hier. Gibt es weitere Fragen? Holger Schmidt? Nee, ich hatte eigentlich keine mehr. Aber okay. Trotzdem, dann übernehme ich gerne. Herr Boss, Sie haben jetzt noch 2 Spiele vor Weihnachten. Eines davon ist gegen Bayern. Inwiefern hat man denn zumindest Hoffnung, dass man diesen ersten Platz zumindest mit in Weihnachten nimmt? Puh, da werde ich nach Köln über nachdenken, weil erst müssen wir gegen Köln spielen. Und wir wissen noch von letzter Saison, dass das nicht einfach ist da für uns, nicht wahr. Und wie gesagt, ab morgen werde ich alles abrufen bei den Spielen, dass wir da ein gutes Ergebnis holen. Und dann nachher werden wir weiter gucken. Eben hatte ich noch eine Wortmeldung von Philipp Seldorf. Ist das korrekt? Bitte. Ja, das ist korrekt. Herr Boss, man kommt vielleicht nach diesem Spiel auch wieder schwerlich daran vorbei, über Florian Wirtz zu sprechen. Dieses Tor zum 3:1 war ja außerordentlich. Für mich erstaunlich, welchen Einfluss er aufs Spiel nimmt. Wie ist das zu erklären, dass jemand mit 17 Jahren spielt wie ein Spielmacher, der schon 30 ist? Das ist Qualität.
Ich habe viele Sachen gesehen, die wirklich wieder sehr gut waren heute. Ich habe auch Sachen gesehen, und da werde ich später mit ihm ruhig überreden, was er viel besser machen muss. Da waren einige einfache Ballverluste, da war eine Ecke, wo er den Ball bekommt, wo er in der Restverteidigung steht. Da darf er nicht den Ball verlieren. Das sind die Möglichkeiten, die Hoffenheim dann kriegt, nach einfachen Ballverlusten von uns. Daran sehe ich, dass er noch nicht 30 ist. Weil wenn er 30 ist, bin ich mir sicher, mit all seiner Qualitäten, dass er diese Bälle nicht mehr verliert. Also ich bin auch beeindruckt, aber der muss auch noch sehr viel lernen. Yannick Hüber. Herr Rönes, könnten Sie einmal Ihren Plan mit Florian Grillitsch als zweite Spitze erklären, was Sie davor hatten? Und der Weg von ihm, vom Libero bis zum Stürmer, ist ja einer, den man nicht ganz so oft sieht in der Bundesliga. Ich glaube, der Plan, da muss man sich das Augsburg-Spiel anschauen. Er ist einfach ein Spieler, der unglaubliche technische Qualitäten hat. Der ist in der Lage, durch seine Schusstechnik, und ich denke, das hat man heute auch wieder gesehen, der mit links am langen Pfosten gerade noch gehalten wurde, torgefährlich zu werden. Einerseits andere Spieler in Szene zu setzen, andererseits, wie gerade gesagt, einfach durch einen überlegten Abschluss torgefährlich zu werden. Das ist der Gedanke. Der Flo ist auch in der Lage, durch seine Schnelligkeit, da muss man das Spiel sich gegen Stuttgart anschauen, auch in die Spitze zu gehen, als er den Elfmeter rausholt. Auch dann mal aus der Position im richtigen Moment abzutauchen. Also er bringt da einfach viele, viele Qualitäten mit, um unser Spiel in der Offensive zu beleben. Philipp Seldorf. Sorry, ich habe es nicht weggenommen. Ich okay. Habe nichts mehr, danke. Alles gut. Herr Hüber, Sie haben... Herr Hüber, haben Sie noch eine Frage? Nee, ebenfalls Fehlalarm. Okay. Ja, dann darf ich Ihnen danken. Dann haben wir die Pressekonferenz beendet und ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause. Sie natürlich ganz besonders und viel Erfolg beim weiteren Saisonverlauf. Dankeschön.